Wo ist sie? Ja, wo ist sie denn? Ey, die ist fett und groß. Die kann nicht weit sein. Oh mein Gott. Verstecken hat, Leute. Wisst ihr warum? Wir haben neue Möbel und die sind so groß, da kann man sich so geil drin verstecken, Leute. Und ich dachte mir so, easy going. Und Leute, ein geiles Ding ist auch noch, warum ich 100% gewinnen muss. Erstens, Leute, es gibt 1000 Euro. 1000 Euro für den Gewinner, Leute. Und ich habe extra auf mein Preisgeld vom letzten Video verzichtet, Leute, dass das jetzt hier das Doppelte ist. Also wenn ich verliere, verliere ich alles. Das heißt, ich darf gar nicht verlieren, Leute. Und ich brauche auch neue Nails, Leute. Und Egg will einen Essensgutschein noch dazu. Das heißt, der Verlierer muss das Essen zahlen vom Gewinner. Deshalb darfst du nur verlieren, weil ich bin ziemlich hungrig, Leute. Schreibt jetzt einen Kommentar, für welches Team ihr seid. Team Cell oder Team Egg? Die Pizza habe ich gerade bestellt, Leute, und die ist gerade perfekt angekommen. Und zwar, Leute, werde ich Egg jetzt täuschen mit dem Geruch der Pizza. Sie wird bestimmt denken, dass ich diese Pizza mitgenommen habe zu meinem Versteck, aber wird nicht so sein, Leute. Ich werde sie hier verstecken, wo ich gar nicht bin. Weil ich werde mich ganz sicher nicht in Eggs Nestzimmer verstecken. Ich verstecke die Pizza hier unten, Leute. Da sieht sie nicht und die riecht trotzdem richtig. Ich werde alles tun für Pizza. Und jetzt gehe ich mich verstecken. In meine Mamas Zimmer. Denkt ihr, Leute, ich passe dahinter? Ja, safe, oder? Ich habe den Anzug jetzt ausgezogen, Leute, und jetzt verstecke ich den woanders in der Wohnung, dass wir Egg nochmal täuschen. Wow, wir sind echt gut. Wir verstecken den hier drin, Leute. Geil, und jetzt gehen wir in unser echtes Versteck. Echt Breitzel. Okay, mach alles normal. Zell hat sich richtig, richtig lange versteckt. Das heißt, sie hat nachgedacht. Oder ist in ein creepiges Versteck gegangen, wo ich niemals darauf kommen könnte. Oh mein Gott, hier ist ein Müll, Leute, hier ist ein Müll. Wartet mal, Leute. Warum ist der Teppich hier? Nein, sie ist nicht hier, Leute. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, die hat sich selber verraten. Inga, film mal darauf. Das ist eine Falle. Leute, sie hat ihre Identität abgelegt. Sie hat mich geprankt. Ey, die ist so schlau, Leute. Leute, hier rieche ich so einen Gestank. Oh mein Gott. Ich hab dich. Du bist hier in der Ecke, Alter. Ich hab dich angesammelt. Leute, das Ding ist, ich hab sie gerochen, Alter. Ich schaff alles. Leute, ich hab mich so angesammelt. Oh mein Gott. Das ist aus Versehen. Ich glaube, ich muss 5 Monate lang in Therapie gehen. Oh mein Gott. Hättest du nicht gedacht, dass ich dich so schnell... Doch. Ja, schnell 3 Minuten. Das ist schnell, Leute. Dann warte, wie lange du brauchst, mich beim krassen Versteck zu finden. Okay, komm mit Dinger, komm. Ich habe einen Plan, Leute. Bisschen Verwirrung, Leute. Okay. Das ist zwar ein einfaches Versteck, aber letztes Mal hat sie so lange gebraucht, um mich hier zu finden. Ich wollte verschwinden. Jetzt ist Zeit, Leute, dass ich Egg suche und Leute, Egg ist so, wie soll ich sagen, nachmacherisch. Egg ist echt nicht hier, Leute. Wenn ich Egg innerhalb von einer Minute nicht finde, Leute, hole ich meine Geheimwaffe raus und die ist krass. Naja, ihr wisst ja, wie Eggs Geheimverstecke so drauf sind. Echt schlecht. Okay, Leute, ich gucke jetzt in meinem Zimmer nach. Wenn ich sie da nicht finde, müssen wir zur Geheimwaffe rübergehen. Die passt hier nicht rein. Ne, Leute, hier kann sie nicht rein. Die passt hier nirgendwo rein. Oh, wow! Pizza! Egg, wenn du jetzt rauskommst, kriegst du die komplette Pizza auf meinen Nacken. Okay, anscheinend will sie nicht. Inga, mal eine kurze Snackpause. Wo ist die, Alte? Egg, Pizza auf meinen Nacken! Mm. Die ist so juicy. Ich lasse sie mal hier vor dem zweiten Klo. Okay,
Okay, und jetzt gehen wir in dein Zimmer. Hä? Ja, wo ist die Alte denn? Hä? Hat die sich in Luft aufgelöst oder was? Die Pizza ist ja noch da. Wie schade, Eck. Keine Pizza für dich. Ist sie da? Dann macht sie auch nichts aus, wenn ich da drauf springe. Ist jetzt aber nicht. Sag's mir. Jetzt gehst du mir langsam auf die Nerven. Hast du mich verstanden? Komm aus deinem Loch raus. Ich schwöre, jetzt krieg ich gleich so einen Hals, Leute. Oh mein Gott, ich schwöre. Ja, die ist sie nicht. Die ist nicht. Ich dachte, die wäre da unten. Egg, wo bist du? Darf man auf den Balkon? Digga, wo ist sie denn? Digga, Mädchen, für dich ist eine komplette Pizza. Auf dem Boden. Nur für dich. Wo ist sie? Digga, wo ist sie denn? Ey, die ist fett und groß. Die kann nicht weit sein. Oh mein Gott. Nein. Hä? Wieso holt sie sich nicht die Pizza? Das ist doch gar nicht möglich, Alter. What? What? Leute, die Pizza kriegst du doch nicht. Da. Leute, das ist einer meiner Bestleistungen. Und jetzt sag ich Tschüss. Was ist leer? Ich hab mir ein Stück gelassen. Ja! Auf diesen kleinen Sieg, Leute, gönne ich mir ein Stück Pizza. Ein Stück, weil die haben noch ein Stück übrig gelassen. Ja. Ich muss einfach nur den Gestank folgen. Da rieche ich nur Müll und ihr Gelaber, dass sie gewinnen wird. Und ich werde mit euch eigentlich never ever hier wenden. Ich weiß, dass es sehr unrealistisch ist, aber... Nein. Und Leute, ich dachte, die wäre schon wieder da hinten. Ist ja echt dumm. Es ist sehr verdächtig, dass da die Matratze ist. Weil die Matratze war anders. Ich hätte gedacht, dass... Sorry, Leute, hat... Oh Gott, das kommt rein. Leute, langsam werde ich ungeduldig und mir gefällt nicht, dass sie sich irgendwo versteckt hat. Und der Schrank klebt, Alter. Das ist alles echt ekelhaft geworden. Achso, nein, sorry, du warst schon immer ekelhaft. Sehr! Ich springe auf dein Bett rum mit meinen Füßen. Du weißt, wo meine Füße sind. Ui! Ich hätte voll die coole Matratze. Wow, dein Bett ist so chillig. Oh mein Gott, da müssen wir doch gleich die Decke wegmachen. Wo die Socken wohl waren heute. Schön durchstreichen. Außer du gibst hier einen Piepton. Oh, oh mein Gott. Soll ich barfuß drauf? Was? Oder höre ich einen Piepton von dir? Ich wusste ja nicht. Sir, ich zieh jetzt meine Socke aus. Die nervt mich so. Wo ist die, Alter? Ey, ich check das nicht. Wo ist die? Ich habe überall nachgeguckt. Okay, Sir, ich zieh jetzt meine Socke aus, wenn du keinen Piepton machst. Ich zieh beide Socken aus, wenn du kein Piepton machst. Ey, ich verstehe nicht, wo die kommt, Alter. Zerg, Mann, Piepton, Alter. Reicht jetzt auch langsam. Ich weiß nicht, von wo es kam, Leute. Zerg, es reicht mir ehrlich, ich gehe jetzt mit meinen Füßen drauf. Ey, du musst nicht meine Füße wählen. Okay, Zerg, ein Fuß ist schon nackt. Entweder du sagst mir, oder gibst du mir nochmal einen Piepton, sagst du mir, welchen Raum du bist. Oder den nächsten Fuß. Landet auf dem Kissen. Sehr. Du hast die Wahl, die Qual. Mein Fettfuß halt. Das kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Ich heul gleich. Dieses mit dem Wohnung suchen, das geht nicht. Nein, 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 ich werde alt, ich kann nicht mehr. Wo ist die? Ich guck doch schon überall nach. Sei, du kriegst Fuse-Eistee. Im Kühlschrank, genau. Ich bin so verzweifelt, Leute. Ich will, ich kann nicht mehr. Sam, wenn du dich nicht zeigst, zieh ich mich nackt aus und geh in dein Bett rein. Ich fang an mit meinen Füßen und danach mit meinen Schweißachsen. Oh, ich bin den ganzen Tag unterwegs nach so einem langen, harten Arbeitstag. Jetzt muss ich mal meinen Pulli ausziehen. Jetzt klingt die so. Oh, ich glaube, ich lege mich in deine Bettdecke rein, weil du kommst ja nicht raus, Alter. Was ist, wenn ich aus Versehen draußen war? Mm, die zweite Socke. Oh mein Gott, so weit ist sie noch nie gegangen. Also, die geht echt
Minuten, Leute. Voilà, Seid, ist deine allerletzte Chance. Oh, echt, Seid, ihr werdet es echt gemütlich. Leute, mein Gott, ihr werdet es echt gemütlich. Komm raus! Oh mein Gott, da muss ich mal meine Socken auf den Kopfkissen verteilen, wie eine Wunde sei. Und einreißen. Ich sag, bitte komm raus. Ey, die Arme, die tut mir voll leid, die schafft alles. Oh yeah. Das war das schlimmste Spiel, Alter. Sehr. Oh mein Gott, sehr. Ja, echt. Oh, dafür ja, muss eine Revanche geben. Ich habe eine grandiose Idee, Leute. Da wird ihr nicht nachgucken. Hat ihr nachgeguckt? Ich sag nicht. Inga, sag bitte. Was willst du? Du hast kein Geld. Ja, okay, ich kann eh nichts bieten. Richtig. Leute, doch, ich gehe jetzt auf den Schrank. Ich will das tun, Alter. Leute, wenn ich da hingehe, ist es vielleicht meine einzige Chance, dieses Spiel zu übertreffen. Du brauchst eine Leiter. Okay. Boah, Yasin! Leute, ich war ziemlich laut und ich hab dir jetzt nicht gehört. Ich oh, sch**. Inga, kannst du ein bisschen das Tun vergeben? Wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich da verstecke. Da hat sie schon mal sehr lange gesucht, ich weiß aber nicht warum. Also ich war ziemlich lange draußen, Leute, deshalb glaube ich, dass er irgendwo ein schweres Versteck hat. Und... Ich habe so ein Sinn-Dings bekommen. So, ich renne ihr Zimmer. Das kann doch nicht. Oh mein Gott, das war eine Täuschung. Es war eine Täuschung. Sie hat uns geprägt. Aber es stinkt ziemlich stark. Hier. Er hat mich getäuscht. Ich wurde getäuscht von einem Mädchen, was kein Geld hat und keine Haare. Ich kann euch sagen, wir haben die ziemlich lange weg, weil die hat versucht hochzukommen und hat nicht funktioniert. Oh Gott. Hallo? Okay, da ist Egg auch nicht, Leute. We have a big problem. Hello, Egg. Hey. Why are you so stupid? Hier ist die alte Milch. Hey, wo ist sie denn? In dem Schrank ist sie eh nicht, Leute. Sie ist ein bisschen... Ihr wisst Bescheid. Keine Sorge, Max. Ich finde dich. Let's go, Leute. Weiter in meinem Muttis Zimmer. Sorry. Oh Gott. Oh mein Gott. Kamera, hast du es verloren? Oh mein Gott, win for sale. Habe ich gewonnen? Leute, ich habe gewonnen. Das heißt, ich habe 1000 Euro gewonnen. Oh mein Gott, was mache ich damit? Also auf jeden Fall nicht Ex-Schulden abbezahlen, Leute. Und jetzt gucke ich erstmal, was die Lieferante so hat.